Es war der radikale Aufbruch in eine Ära der Moderne. Vor 110 Jahren hat der Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti mit einem veröffentlichten Manifest auf der Titelseite der Pariser Tageszeitung Le Figaro den Futurismus begründet. Eine Ausstellung in Pisa widmet sich ausgewählten Werken der Kunstbewegung. Marinetti wurde in Alexandria geboren, er studierte in Paris und zog später nach Mailand. Als er in Mailand ankam, erkannte er, dass ein epochaler Wandel in der Gesellschaft, auch in der italienischen, stattgefunden hatte. Er beschloss, dass es an der Zeit war, eine ästhetische Revolution in allen Bereichen der Kunst ins Leben zu rufen. Die Vertreter des Futurismus zeichneten sich durch eine Begeisterung für den Fortschritt und die technologischen Errungenschaften des Menschen aus, darunter Autos, Züge und Flugzeuge. Geschwindigkeit spielte ebenso eine bedeutende Rolle wie Jugend und Gewalt. Die frühen italienischen Futuristen waren Nationalisten durch und durch. Kunst, Musik, Architektur – alles sollte erneuert werden, um die Gesellschaft zu verändern. Die Manifeste waren an ein großes Publikum gerichtet, die breite Masse und nicht an eine kleine Gruppe Gleichgesinnter. Dies war eine weitere Besonderheit dieser avantgardistischen Bewegung, die eine der wichtigsten des 20. Jahrhunderts war. Viele italienische Futuristen unterstützten den Faschismus. Marinetti selbst gehörte zu den ersten Mitgliedern der faschistischen Partei Italiens und war Kulturminister unter Mussolini. Bis zum 9. Februar läuft die Ausstellung Futurismo im Palazzo Blu in Pisa.